Zweites Projekt, was ich heute vorstelle, ist Mass Production. Und zwar ist das zum Berlin Mini-Jam entstanden in irgendwie 8 Stunden. Also ganz, ganz schnell. Ist deswegen auch nur ein ganz, ganz kleines Programmchen. Und darum gibt es auch nur so eine abstruse Adresse, wo man es runterladen kann. Und der Programmierer selbst sagt, wer will das denn runterladen? Kann sein, dass das keiner runterladen will. Es gibt zumindest einen Highscore. Ne? 180 Punkte. Oh, und wenn man die verlässt, verlässt man das ganze Spiel. Und es gibt das Spiel. Und in dem geht es darum. Ah, hier kann man ja bescheißen, indem man das Fenster durch die Gegend zieht. Ja, und im Spiel geht es darum, dass hier quasi, man hat ja so einen grünen Kreis und den tut man da auf das Grün. War das grün? Na egal. Ich glaube, wenn es einrastet, dann hat man die richtige Farbe. Und man muss das Ding eigentlich auch fertig bauen, weil sonst gibt es, glaube ich, keine Punkte oder verminderte Punktzahl. Und dann kriegt man hier oben auch, hey, was machst du denn da? Für was bezahle ich dich denn überhaupt? Ja, irgend so ein Schichtleiter. Haut einem dann quasi immer auf die Finger. Ja, und da kann man hier die Sachen zusammensetzen und je größere und je bessere Sachen man zusammensetzt, umso mehr Punkte kriegt man. Ich habe es allerdings auch noch nie geschafft, hier irgendwie das Spiel zu gewinnen oder zu verlieren. In meinen kurzen Test-Sessions. So. Ich glaube, ich habe wieder was falsch gemacht. Und da habe ich Ärger bekommen. Also, wer es noch nicht gemerkt hat, hier ist quasi so eine Farbkodierung. Ah, dunkelgrün. Ist das auch dunkelgrün? Ich weiß es nicht. Hellblau und dunkelblau. Oh nein, ich habe es daneben gesetzt. So, wenn man besonders toll arbeitet, ne? Was ist jetzt quasi die Kapitalismuskritik hier, die man sich da gefallen lassen soll. Je besser man arbeitet, umso schneller wird das Förderband. Ja, also die Belohnung dafür, dass man gut gearbeitet hat, ist, dass man noch mehr arbeiten darf. Oh, und wenn man neben das Fenster klickt, dann schafft man nicht, das Ding zu fertig zu bauen. Na, ich sollte mal aufhören, daneben zu klicken. So. Und das ist doch hier irgendwie mit der Zeit langweilig, ne? So, im Prinzip war das nämlich jetzt das ganze Spiel. Ja, ist ja auch nur in 8 Stunden entstanden. Und deswegen ist hier auch so, dass wir auch keiner runterladen wollen. Und dem Spiel fehlt so meines Erachtens noch so die Pointe sozusagen. Ich habe sie auf jeden Fall nicht gefunden. Und dann wäre es vielleicht auch was, wo man was draus lernen soll. Irgendwie. So, jetzt bin ich gefeuert. Denn es geht ja irgendwie um Massenproduktion. Und ja, außerhalb dieser eine Stelle, wo man, dass man quasi, je besser man ist, umso schneller muss man arbeiten. So, jetzt habe ich ja meine neue Highscore und da soll ich zurück zur Arbeit gehen. Ja, ansonsten ist da leider jetzt nicht so viel dahinter. So, aber wer es jetzt trotzdem mal spielen will, der kann natürlich das trotzdem sich mal runterladen. Ja, das ist ein 8-Stunden-Spiel. Und sagt mir mal, ob euch 8-Stunden-Spiele interessieren oder nicht. Also für mich bringt das jetzt so 10 Minuten Spaß, wenn ich denn den Witz kapieren würde, wird es vielleicht auch länger Spaß machen. Probiert es vielleicht einfach mal selbst. Ja, das war's dann schon zu.